Hey ihr Lieben, bevor das Video losgeht, ihr kennt es schon, der Zuschauerhinweis. In diesem Video wird es um Gewalt und sexuelle Übergriffe gegen Kinder gehen. Dieses Video ist extrem und beschäftigt sich mit einem der ekelhaftesten Menschen, über die ich je auf diesem Kanal gesprochen habe. Allerdings, weil es schon mal in den Kommentaren erwähnt wurde, es werden keinerlei verstörenden Bilder in diesem Video eingeblendet. Nachdem das gesagt wurde, fangen wir an mit dem Video. Dieses Video zeigt die 8-jährige Chester Growney und den 42-jährigen Joseph Edward Duncan in einer Tankstelle in Idaho. Es sieht so aus, als ob ein Vater mit seiner Tochter nur etwas zu trinken kaufen möchte. Allerdings, nur wenige Minuten nach diesen Aufnahmen, wird Duncan in einem Restaurant verhaftet und später vor Gericht zu Tode verurteilt. Was dazu führte und was Chester Growney durchmachen und erleben musste, erfahrt ihr in diesem Video. Joseph Edward Duncan III. Wurde am 25. Februar 1963 in North Carolina, den USA, geboren. Er hatte 3 ältere Schwestern und einen jüngeren Bruder. Die ersten Jahre seines Lebens zogen er und seine Familie regelmäßig um, da sein Vater bei der US Army arbeitete und oft umstationiert wurde. Als er älter wurde, ließ sich dann seine Familie in Tacoma, Washington, nieder, wo er auch seine Jugend verbrachte. Duncan wird später behaupten, in seiner Familie Missbrauch erfahren zu haben. Dies dementiert allerdings sein jüngerer Bruder. Sowas hätte er niemals mitbekommen. Duncans Schwester hingegen berichtet, dass ihre Mutter eine aggressive Frau war und dass sie und ihre Geschwister ihre Aggression regelmäßig abbekommen haben. Welche der beiden Geschichten nun stimmt, ist für mich nicht zu sagen. Im Jahr 1978, im Alter von 15 Jahren, wird Duncan dann das erste Mal angeklagt. Es wird ihm vorgeworfen, einen 9-jährigen Jungen mit einer Waffe bedroht und ihn anschließend vergewaltigt zu haben. Kurze Zeit nach diesen Vorwürfen wird Duncan dann dabei erwischt, wie er mit einem gestohlenen Auto unterwegs ist. Für dieses Verbrechen wird er zu der Jesse Discipline Boys Ranch geschickt, eine Besserungsanstalt für minderjährige männliche Straftäter. Dort erzählt er einem Psychologen im Gespräch, dass er bereits mehrfach Jungen gefesselt, bedroht und vergewaltigt hat. In einem dieser Gespräche kommt auch ans Licht, dass er zum ersten Mal im Alter von 12 Jahren einen 5-jährigen Jungen sexuell missbraucht hat. Im Jahr 1980, im Alter von 16 Jahren, bricht Duncan bei seinem Nachbarn ein und stiehlt dort 4 Pistolen und rund 1000 Schuss Munition. Mit einer dieser Pistolen bedroht er einen 14-jährigen Jungen, der in seiner Nachbarschaft wohnt. Duncan zwingt den Jungen, ihm in den Wald zu folgen, wo er ihn 2-mal vergewaltigt. Danach befiehlt er ihm, nach Hause zu laufen und falls er sich umdrehen würde, ihn zu erschießen. Duncan, der sich anschließend mit Freunden trifft, um Gras zu rauchen, wird, als er nach Hause kommt, bereits von der Polizei erwartet. Für diese Tat wird er zu einer 20-jährigen Gefängnisstrafe verurteilt, indem er die ersten 2 Jahre in einer Psychiatrie verbringt und im Alter von 19 ins Gefängnis überführt wird. Nach 14 Jahren wird er im Jahr 1994 entlassen. Die nächsten 3 Jahre bleibt Duncan unter dem Radar, bis er am 31. März 1997 das Auto seiner damaligen Ex-Freundin stiehlt. Dafür muss er erneut 3,5 Jahre ins Gefängnis. Er wird am 14. Juli 2000 aufgrund von guter Führung frühzeitig entlassen. Zu diesem Zeitpunkt ist er 37 Jahre. Er zieht nach Fargo, North Dakota. Für weitere 4 Jahre bleibt es still um Duncan, bis er am 3. Juni 2004 2 Jungs auf einem Spielplatz belästigt und anfasst. Er wird knapp 9 Monate später, im März 2005, dafür verhaftet und einem Richter vorgestellt. Dieser setzt die Kaution auf $15.000, welche kurze Zeit später von einem reichen Freund von Duncan gezahlt wird. Am 5. April 2005 darf er das Gefängnis verlassen und ist bis zu seiner Gerichtsverhandlung ein freier Mann. Kurz nach seiner Entlassung begibt sich Duncan zu einer Autovermietung, um sich dort ein Auto für die nächsten Tage zu leihen. Mit dem geliehenen Auto fährt er zu Walmart, um sich dort ein Nachtsichtgerät und eine Videokamera zu kaufen.
Nachdem er einige Tage unterwegs war, klaut er Nummernschilder von einem anderen Fahrzeug. Am 4. Mai 2005 meldet die Autovermietung das Auto, welches Duncan sich geliehen hatte, als gestohlen. Er fährt für die nächsten Tage scheinbar planlos durch die Gegend, bis er in Coeur d'Alene, Ohio, USA, die Familie Groney entdeckt. Bestehend aus der 40-jährigen Brenda, ihrem 37-jährigen Freund Mark McKenzie und Brendas drei Kindern, dem 13-jährigen Slade, dem 9-jährigen Dylan und der 8-jährigen Chester. Er beginnt die Familie über mehrere Tage zu stalken. Am frühen Morgen des 6. Mai 2005 erscheint Duncan dann an der Hintertür des Hauses. Dort bedroht er Brenda mit einer Waffe und zwingt sie, alle Familienmitglieder zusammenzubringen, um sie anschließend im Wohnzimmer ohne Gegenwehr fesseln zu können. Er lässt die Familie im Glauben, dass er nur da sei, um Wertgegenstände und Geld zu stehlen. Nachdem er alle an Arm und Beinen gefesselt hat, bringt er Chester und Dylan zur Hintertür raus und befiehlt ihnen, ruhig zu bleiben, und droht ihnen damit, sie zu erschießen, falls sie schreien würden. Wenige Sekunden später betritt Duncan erneut das Haus. Chester beschreibt später, dass sie von drinnen dumpfe Schlaggeräusche und die Schreie ihrer Familie hörte. Sie kann kurz Slade sehen, wie er blutüberströmt durch den Garten taumelt. Kurz danach sieht sie Duncan, wie er ihren großen Bruder niederschlägt. Anschließend lädt Duncan Chester und Dylan in Marks Auto und fährt mit den beiden einige hundert Meter zu dem Auto, welches er bei der Autovermietung gestohlen hatte. Er lädt die Kinder um und macht sich auf den Weg nach Montana in ein Waldgebiet, wo eine verlassene Holzhütte steht. Dort erfahren Dylan und Chester die Hölle auf Erden. In den nächsten Wochen vergeht er sich immer wieder an den Kindern. Besonders Dylan bekommt die Wut von Duncan zu spüren. Chester beschreibt später, dass Duncan mehrfach mit Dylan weggegangen sei, während sie an einen Baum gefesselt wurde. In einem von Duncan selbst aufgenommenen Video ist zu sehen, wie er unfassbare Gewalt an den 9-Jährigen ausübt. Am Ende des Videos wird Dylan an dem Stützbalken der Waldhütte mit einem Strick um den Hals aufgehängt. Als Dylan kurze Zeit später das Bewusstsein verliert, nimmt Duncan ihn runter. Einige Sekunden danach kommt Dylan wieder zu sich. Duncan sagt ihm, dass der Teufel dafür sorgt, dass er das tut und dass er ihn ins Krankenhaus bringen würde, wo es ihm bald besser geht. Dies tut er allerdings nicht. Es vergehen noch einige Wochen, in denen den Kindern nicht nur physische, sondern auch psychische Gewalt angetan wird. Unter anderem beschreibt ihn Duncan ins kleinste Detail, wie er die Mutter, ihren Stiefvater und ihren älteren Bruder umgebracht hat und sie ihre Familie nie wiedersehen werden. Er lässt die Kinder auch immer wieder in dem Glauben, sie freizulassen. So zwingt er sie, Briefe an ihren leiblichen Vater zu schreiben. Einige Tage bevor Duncan im Restaurant festgenommen werden konnte, erschießt er Dylan. Er lässt es vor Chester so aussehen, als ob sich ein Schuss von der Schrotflinte gelöst hätte, welche Dylan im Bauch traf. Anschließend lädt er die Schrotflinte erneut nach und schießt Dylan, der zwar in diesem Moment unter starken Schmerzen leidet, aber dennoch bei vollem Bewusstsein ist, vor Chesters Augen in den Kopf. Danach nimmt er den leblosen Körper des 9-Jährigen, bringt ihn einige Meter weit weg, verbrennt ihn und verscharrt die Überreste. Wenige Tage danach versucht Duncan, Chester umzubringen. Er ließ ihr allerdings die Wahl, ob sie erschossen oder erwürgt werden möchte. Chester entscheidet sich dafür, erwürgt werden zu wollen. Als Duncan dabei war, Chester umzubringen, sprach sie ihn mit seinem Spitznamen Jet an, was Duncan dazu brachte, aufzuhören. Er nahm Chester, packte sie ins Auto und fuhr mit ihr in Richtung Heimatstadt, nach Coeur d'Alene, wo sie erst an einer Tankstelle hielten und anschließend an einem Schnellimbiss-Restaurant. Dort wird Chester von einer Servicekraft erkannt und diese verständigt heimlich die Polizei. Als die Polizei eintraf, ließ Duncan sich ohne Gegenwehr verhaften. Denn bereits einige Stunden nachdem Duncan die Familie überfallen hatte, entdeckte eine Nachbarin der Familie Groney, dass an der Eingangstür Blut zu sehen war. Und als ihr keiner die Tür öffnete, verständigte sie die Polizei, welche die drei leblosen Körper von Brenda, Mark und Slade entdeckte. Die Gesichter waren teilweise so schlimm zugerichtet, dass sie vorerst nicht erkannt wurden. Im Laufe des Ermittlungstages wird dann durch einen Anruf von Slade, Dylan und Chesters leiblichen Vater, Steve Groney, bekannt, dass sich seine beiden jüngsten Kinder auch in dem Haus aufgehalten haben müssen. Umgehend wird ein Amber Alert ausgerufen. Bei einem Amber Alert werden alle Radio-, TV-Sender sowie mittlerweile Handys im Bundesstaat mit der Beschreibung und Bildern der entführten Kinder versorgt.
TV- und Radioshows werden umgehend unterbrochen, um die Informationen so schnell wie möglich in dem Staat zu verteilen. Ganz Coeur d'Alene und die Umgebung waren in Alarmbereitschaft. Überall hingen Plakate und Zettel, um Dylan und Chester zu finden. Bei dem anschließenden Polizeiverhör von Joseph Edward Duncan kamen noch andere Informationen ans Tageslicht. Es wurde ein verschlüsselter Internetblog gefunden, den er führte. Dort beschreibt er sich selber als Opfer der Gesellschaft und beschreibt, wie schwer und unfair das Leben als Verurteiler Sexstraftäter sei. Ich habe mir ein wenig von dem Blog durchgelesen und kann euch sagen, dass es der größte Dreck ist. Er versucht, als so verabscheuungswürdiger Mensch die Rolle des Opfers einzunehmen. Zudem gab er im Polizeiverhör zu, bereits im Jahr 1997 Michel Martinez, einen 10-jährigen Jungen, gequält und umgebracht zu haben. Nur ein Jahr später habe er im Jahr 1998 die 9 und 11 Jahre alte Carmen Cobias und ihre Halbschwester Semeo White entführt und später umgebracht. Für die beiden Morde wurde er allerdings nie verurteilt. Bei der anschließenden Gerichtsverhandlung wurde Duncan für 5 Morde an Brenda Mark Slade Dillon sowie für den Mord an dem 10-jährigen Michel Martinez zur Todesstrafe verurteilt. Während seiner Zeit im Gefängnis behielt er mit einer Person Kontakt, über die er seinen Blog nun öffentlich weiter aktualisierte. Am 28. Januar 2021 wurde ein Blog-Eintrag mit dem Titel Tumor Time veröffentlicht. Dort gibt er bekannt, an einem Hirntumor zu leiden, welcher ihn schlussendlich auch am 28. März 2021 das Leben kostete. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich fürs Zu-Ende-Schauen des Videos. Ich weiß, wie schwer es war, das Video bis zum Ende zu schauen. Dennoch möchte ich jedem empfehlen, sich eine Doku anzugucken, wie mit Kinderschändern oder Kindermördern in den USA im Gefängnis umgegangen wird. Ansonsten bleibt mir auch nicht viel zu sagen, außer danke, bis nächste Woche und ciao.